Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Herzlich willkommen heute Morgen zum Gottesdienst. Schön, dass so viele gekommen sind. Und er steht unter dem Thema, wer es glaubt, wird selig. Denn unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. So heißt es in unserem Wochenspruch aus 1. Johannes. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Noch nicht ganz überwunden haben wir das Coronavirus, deshalb muss ich Sie leider bitten, nach unserer Landesverordnung, dass wir im Innenraum Maske anziehen, außer die, die hier vorne sprechet oder singet. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Dieser Glaube an Jesus Christus, der uns den Sieg verspricht, der rettet, der macht selig. Ganz sinnlich dürfen wir das nachher im Abendmahl gemeinsam feiern und erleben. Das ist der Grund, Gott zu loben, mit Liedern und mit Gebeten. Und das wollen wir jetzt tun und stimmen gemeinsam ein. Lobet den Herrn, alle, die ihn ehren. Gemeinsam beten wir den Psalm 138 aus der Basisbibel und wem es möglich ist, bitte ich dazu aufzustehen. Ich danke dir von ganzem Herzen, ich will dich mit Liedern preisen, vor der versammelten Götterschar. Ich bete in Richtung deines heiligen Tempels. Ich will dir danken für deinen Namen, der für deine Güte und Treue steht. Denn du hast eine große Verheißung gegeben, wie es deinem Namen entspricht. Als ich zu dir rief, gabst du mir Antwort und hast meinem Leben neue Kraft gegeben. Es danken dir, Herr, alle Könige der Welt, denn sie hören die Worte aus deinem Mund. Sie sollen singen von den Wegen des Herrn. Groß ist der Herr in seiner Herrlichkeit. Hoch ist der Herr
aber er sieht den Geringen. Er thront in der Höhe, doch er nimmt alles wahr. Wenn ich mitten durch Gefahren gehen muss, erhältst du mich am Leben. Wenn meine Feinde vor Zorn toben, streckst du deine Hand aus und rettest mich. Der Herr bringt meine Sache zum guten Ende. Deine Güte, Herr, bleibt für immer bestehen. Lass nicht ab von allem, was deine Hände tun. Vater im Himmel, danke für diesen Sonntag, den du uns schenkst. Danke für den Glauben an dich, der uns rettet und selig macht, der uns aber auch verbindet und uns hier heute Morgen zusammengeführt hat. Danke, dass wir nachher gemeinsam Abendmahl feiern dürfen. Lass uns zur Ruhe kommen, ankommen bei dir. Vergib, wo wir in der vergangenen Woche schuldig geworden sind, an dir und an unseren Mitmenschen. Mach hier uns offen für dein Reden und Wirken in diesem Gottesdienst und darüber hinaus. In der Stille bringen wir dir unseren Lob und unseren Dank, aber auch das, was uns schwerfällt und belastet. Danke, Herr, dass du uns hörst und verstehst. Amen. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Wir singen wieder gemeinsam. Such, wer da will, ein ander Ziel. Thank you.
Mein Papa ist so stark, der kann 100 Kilo hochheben, protzt der kleine Max in der Grundschule. Mein Papa, der ist so stark, der kann 1000 Kilo hochheben, übertrumpft ihn der Janne selbstsicher. Wer es glaubt, wird selig, denkt sich der Lehrer und hält sich lieber raus. Wer es glaubt, wird selig. Dieser Spruch, den benutzt man, wenn was ganz unwahrscheinlich ist, wenn es unglaublich ist, was da behauptet wird. Dann kommt oft dieser Kommentar, wer es glaubt, wird selig. Doch der ist gar nicht ernst gemeint, sondern bedeutet eigentlich, das glaube ich nicht. Oder wer das glaubt, der mag zwar selber damit glücklich werden, aber ist doch ziemlich naiv. Dabei ist die Aussage, wer es glaubt, wird selig, eigentlich die wichtigste Botschaft überhaupt. Diese Redewendung, die ist 2000 Jahre alt. Da haben Leute behauptet, dass jemand von den Toten auferstanden ist. Ja, dass er sogar Gottes Sohn ist, dass wer das glaubt, gerettet wird und ewiges Leben hat. Ja, selig wird. Ich lese uns den Predigttext aus Römer 10, die Verse 9 bis 17, nach der Basisbibel. Und Sie finden ihn auch auf dem kleinen Terminzettel mit abgedruckt. Wenn du also mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr, und wenn du aus ganzem Herzen glaubst, Gott hat ihn von den Toten auferweckt, dann wirst du gerettet werden. Denn aus dem Herzen kommt der Glaube, der gerecht macht. Und aus dem Mund kommt das Bekenntnis, das zur Rettung führt. So steht es ja in der Heiligen Schrift. Wer an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen. Das gilt ohne Unterschied für Juden und Griechen. Alle haben ein und denselben Herrn. Und er lässt alle an seinem Reichtum teilhaben, die ihn anrufen. Denn es heißt ja auch, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Aber wie kann man jemanden anrufen, an den man nicht glaubt? Oder wie kann man an jemanden glauben, von dem man nichts gehört hat? Und wie kann man von jemandem hören, wenn es keine Verkündigung von ihm gibt? Wie aber kann es eine Verkündigung geben, wenn niemand dazu ausgesandt wurde? Gerade darüber steht ja in der Heiligen Schrift: Willkommen sind die Boten, die Gutes verkünden. Aber nicht alle haben auf diese gute Nachricht gehört. So fragt schon Jesaja: Herr, wer hat unsere Botschaft geglaubt? Also, der Glaube kommt vom Hören auf die Botschaft. Die Botschaft aber wirkt durch den Auftrag, den Christus gegeben hat. Der Herr segne sein Wort an uns allen. Amen. Wie kann ich vor Gott gerecht dastehen? Wie werde ich gerettet? Wie werde ich selig? Das sind die entscheidenden Fragen, auf die Paulus hier in unserem Predigttext antwortet. In Vers 10 ist eigentlich der ganze Abschnitt kurz und knapp zusammengefasst. Da heißt es, aus dem Herzen kommt der Glaube, der gerecht macht. Und aus dem Mund kommt das Bekenntnis, das zur Rettung führt. Oder nach Luther, wer mit dem Herzen glaubt, wird gerecht. Und wer mit dem Munde bekennt, wird selig. Glaube und Bekenntnis, das sind die Schlüssel zur Seligkeit. Auf beide möchte ich eingehen. Als erstes auf den Glauben.
In Apostelgeschichte 16, da lesen wir vom Gefängniswärter von Philippi. Er stellt Paulus und Silas die Frage: Was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Die beiden antworten: Glaube an den Herrn Jesus, dann wirst du gerettet. So einfach und doch so schwierig. Denn es hat Auswirkungen, dass ich etwas glaube. Wenn ich etwas glaube, dann schließt es andere Dinge aus. Wenn der kleine Max glaubt, dass sein Papa der stärkste Mann der Welt ist, dann schließt es aus, dass es irgendjemand anderes auch sein kann. Wenn ich glaube, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, dann kann es für mich keinen anderen Weg geben, keine andere Wahrheit und niemand anderen, der mir das Leben schenken kann. Es hat also Auswirkungen, dass ich etwas glaube. Aber es hat auch Auswirkungen, was ich glaube. Vor der Bundestagswahl ganz aktuell wurde vor Desinformation und vor Beeinflussung gewarnt. Eine Negativschlagzeile mehr und ein Politiker sinkt im Ansehen der Wählerschaft. Ob das jetzt alles stimmt oder nicht, das kann ich selber nur sehr schwer überprüfen. Bei einigen Dingen hilft mir mein Verstand, bei anderen muss ich leider auch den Medien glauben oder auch nicht. Auch in Bezug auf Jesus und die Bibel muss ich mich fragen, was ich denn da glaube. Glaube ich, dass Jesus ein guter Mensch war, dessen Handeln ein Vorbild für mein Leben sein kann? Oder glaube ich, dass er wirklich Gottes Sohn ist, der den Tod überwunden hat? Dass er mir meine Sünden vergeben und ewiges Leben schenken möchte? Glaube ich, dass die Bibel ein wichtiges literarisches Zeugnis ist von einem Volk, das seine Geschichte verarbeitet? Oder glaube ich, dass es wirklich Gottes Wort ist, der dadurch auch zu mir sprechen kann? Was ich glaube, das bestimmt also nicht nur meine Meinung über andere Menschen und Sachverhalte, sondern auch über mein eigenes Leben und welche Hoffnung ich in Bezug auf den Tod habe. Für Menschen, die Jesus noch nicht kennen und nicht so viel vom Glauben an ihn wissen, ist es meistens eine 180-Grad-Wendung, wenn sie beginnen, ihm nachzufolgen. So war es bestimmt auch für den Gefängniswärter in Philippi. Prioritäten verändern sich, Werte verändern sich, Beziehungen verändern sich. Menschen, die frisch zum Glauben gekommen sind, die erzählen meistens begeistert von dem, was Gott in ihrem Leben alles verändert. Für sie ist es spürbar und klar, dass sie ab jetzt im Glauben an und mit Gott unterwegs sind. Doch nicht alle Christen haben diesen Weg hinter sich. Und doch sind sie Christen. Ich glaube, auch hier bei uns gibt es einige, die nicht von sich sagen können, seit genau diesem einen Tag da folge ich Jesus nach. Viele dieser Menschen, viele von uns sind reingewachsen in diesen Glauben. Es gab da vielleicht nicht unbedingt diese eine ganz bewusste Entscheidung. Aber wenn man so jemanden fragen würde, ob er oder sie Jesus nachfolgt, würden sie bestimmt trotzdem sagen, ja klar, ich bin Christ und ich könnte mir ein Leben ohne ihn nicht vorstellen. Auch mir geht es so. Christliches Elternhaus, typische Laufbahn mit Kinderstunde, Jungschar, Jugendkreis, Konfirmation bewusst gefeiert, aber irgendwie lief das alles so vor sich hin. Und mit 17 habe ich mich gefragt, ja, bin ich denn jetzt schon wirklich richtig ganz Christ?
so eine krasse Bekehrung, wie andere sie berichten, die fehlt mir. Was muss ich denn machen, um mehr und vollständiger Christ zu sein? Es war auf einer Jugendkreisfreizeit, wo mich diese Gedanken bewegt haben. Und ich konnte mit einem Mitarbeiter darüber sprechen und mit ihm beten. Freizeiten sind echt was Wichtiges für junge Menschen, in das wir investieren können. Ich glaube, es war ein Tag später, da konnte man sich einen Bibelvers ziehen und der hat mich getroffen und ich behaupte, Gott hat da ganz direkt zu mir geredet und hat gesagt, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst zu mir. Was für eine Zusage und Antwort auf meine Frage. Bin ich erst seit diesem Tag Christ? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, ich war es davor schon. Aber Gott hat mir bestätigt, dass ich zu ihm gehöre. Und wenn es Ihnen so geht, dann möchte ich Ihnen das auch zusprechen, dass Gott zu Ihnen sagt, du gehörst zu mir. Zu ihm gehöre ich, wenn ich glaube, dass Jesus für mich gestorben und auferstanden ist, dass er mir meine Sünde vergibt und mir ewiges Leben schenken möchte. Dieser Glaube, der ist meine Rettung. Und wer das glaubt, wird selig, egal wie sich dieser Glaube entwickelt hat. Hatte ich seither keine Zweifel mehr? Nein, leider nicht. Der Teufel, der kennt unsere Schwachstellen ganz genau. Aber Jesus ist größer und stärker. Und er wirkt in uns und an ihn darf ich mich auch wenden, wenn mir mal wieder Glaube fehlt. Denn Glauben ist nichts, das ich selber machen könnte. Die ursprüngliche Bedeutung von dem griechischen Wort ist Vertrauen. Wenn ich an Gott glaube, dann vertraue ich ihm, dann hänge ich mich an ihn dran. Dazu gibt es einen anschaulichen Text von Martin Luther mit dem Titel Das soll mein Glaube sein. Er schreibt, mir ist es bisher wegen angeborener Bosheit und Schwachheit unmöglich gewesen, den Forderungen Gottes zu genügen. Wenn ich nicht glauben darf, dass Gott mir um Christi willen dieses täglich beweinte Zurückbleiben vergebe, so ist's aus mit mir. Ich muss verzweifeln. Aber das lasse ich bleiben. Wie Judas an den Baum mich hängen, das tue ich nicht. Ich hänge mich an den Hals oder Fuß Christi wie die Sünderin. Wenn ich auch noch schlechter bin als diese, ich halte meinen Herrn fest. Dann spricht Christus zum Vater, dieses Anhängsel muss auch durch. Es hat zwar nichts gehalten und alle deine Gebote übertreten, Vater, aber er hängt sich an mich. Was soll's? Ich starb auch für ihn. Lass ihn durchschlupfen. Das soll mein Glaube sein. So Luther. Glaube ist also ein sich an Jesus hängen. An den, der alles getan hat, was für meine Rettung nötig war. Wo ich nichts mehr dazu tun kann und muss. Und deshalb kann Paulus ein paar Verse vor unserem Predigttext ausschreiben, mit Christus ist das Ziel erreicht, um das es im Gesetz geht. Jeder, der an ihn glaubt, gilt vor Gott als gerecht. Dieser Glaube hat Folgen. Folgen, die nicht im Verborgenen bleiben. Und deshalb noch ein zweiter Punkt, Bekenntnis. Aus dem Herzen kommt der Glaube, der gerecht macht. Und aus dem Mund kommt das Bekenntnis, das zur Rettung führt. Glaube ist eben keine Privatsache, wie es heutzutage oft vertreten oder sogar gefordert wird. Wenn ich ernsthaft glaube, dass Jesus unser aller Retter ist, dann muss ich das weiter sagen. Zum einen, weil ich selbst davon begeistert bin
und zum anderen, weil ich möchte, dass auch meine Mitmenschen Jesus kennenlernen und gerettet werden. Jesus hat seinen Jüngern und damit auch uns allen einen Auftrag gegeben. Im Missionsbefehl in Matthäus 28 sagt er: Geht hin und lehret alle Völker. Sagt's weiter. Von wem sollen die Menschen von Jesus erfahren, wenn nicht von uns? Paulus fragt in unserem Predigttext zu Recht: Wie kann man denn an jemanden glauben, von dem man nichts gehört hat? Und wie kann man von jemandem hören, wenn es keine Verkündigung von ihm gibt? Wir haben den Auftrag, von Jesus weiterzuerzählen und ihn zu bekennen. Das fällt uns oft schwer, auch mir. Wir reagieren Kollegen am Arbeitsplatz, Freunde in der Schule oder Leute im Verein, wenn ich auf einmal von meinem Glauben erzähle. Was denken die dann von mir? Vielleicht stellen sie ja auch Fragen, die ich nicht beantworten kann, und ich stehe dann erst recht blöd da. Noch schwieriger finde ich es innerhalb der Familie. Da ist es meistens klar, dass man Christ ist, vor allem bei mir als Pfarrer. Aber wie sage ich den Menschen, die ich liebe, dass Jesus sie braucht, dass sie Jesus brauchen, um gerettet zu werden? Ich will sie ja auch nicht verprellen und noch mehr Abneigung gegen den Glaube fördern. Ist nicht einfach. Und ich bin überzeugt, so wie Glaube und Bekenntnis zusammengehören, gehört zum Bekenntnis auch das Gebet. Bekenntnis kommt nicht ohne Gebet aus. Gebet um ein Herz für die Menschen um mich herum, dass mein Herz erstmal verändert wird. Gebet um das richtige Verhalten und die richtigen Worte zur richtigen Zeit. Aber auch Gebet für die Leute, denen ich begegne. Dass Gott sie offen macht und sie seine rettende Botschaft annehmen. Ganz egal, von wem sie die jetzt hören. Es wird uns bestimmt nicht immer gelingen, Jesus zu bekennen. Doch da tröstet mich die Geschichte von Petrus, der Jesus dreimal verleugnet hat, obwohl er ihn so lieb hatte. Wie Petrus leben auch wir von Jesu Vergebung, und Jesus lässt uns deshalb nicht fallen, sondern er ermutigt uns. Ja, wer es glaubt, wird selig. Denn aus dem Herzen kommt der Glaube, der gerecht macht. Und aus dem Mund kommt das Bekenntnis, das zur Rettung führt. Wer das glaubt, wird selig. Amen. Wir feiern gleich gemeinsam Abendmahl. Wir glauben, dass Jesus für uns gestorben und auferstanden ist. Das haben wir gerade bekannt. Dass er unsere Sünden tragen möchte. Alles, was uns von Gott trennt, nimmt er weg. In den Gaben von Brot und Saft ist er gegenwärtig und gibt uns Anteil an seinem ewigen Leben. Das folgende Gebet soll ein Angebot sein, um vor Gott unsere Schuld zu bekennen. Wem es möglich ist, bitte ich dazu aufzustehen. Herr, du bringst ans Licht, was verborgen ist. Wir erkennen, dass wir gesündigt haben in Gedanken, Worten und Werken. Dich sollen wir über alles lieben, unseren Gott und Retter. Aber wir haben uns selber mehr geliebt als dich. Du hast uns in deinen Dienst gerufen, aber wir haben die Zeit vergeudet, die du uns anvertraut hast. Du hast uns unsere Nächsten gegeben, damit wir sie lieben wie uns selbst. Aber wir erkennen, wie wir versagt haben durch Egoismus und Gleichgültigkeit.
darum kommen wir zu dir und bekennen unsere Schuld. Sieh und höre, was uns belastet. Sei du bei uns, Herr. Vergib, was zwischen uns und dir steht. Vergib uns unsere Schuld. Wenn das auch eure Bitte und euer Bekenntnis ist, dann sprecht gemeinsam: Herr, erbarme dich über uns. Der allmächtige Gott hat sich über euch erbarmt. Durch Jesus Christus schenkt er euch seine Gnade und die Vergebung eurer Schuld. Amen. Hört die Worte der Einsetzung des heiligen Abendmahls. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward und mit seinen Jüngern zu Tische saß, nahm er das Brot, sagte Dank, brach's, gab's seinen Jüngern und sprach: Nehmet hin und esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nach dem Mahl nahm er den Kelch, sagte Dank, gab ihnen den und sprach: Nehmet hin und trinket. Das ist mein Blut des neuen Bundes, das für euch und für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Das tut zu meinem Gedächtnis. Wir feiern das Abendmahl mit Brot und Traubensaft in kleinen Einzelkelchen. Bitte bleiben Sie an Ihren Plätzen nachher sitzen. Brot und Saft kommen zu Ihnen. Sie dürfen Platz nehmen. Sie nehmen dann bitte selbst Brot und Saft vom Tablett. Bitte schauen Sie, dass Sie aus hygienischen Gründen nur eins von den Brotförmchen oder von den kleinen Kelchen berühren. Und die Maske, die kann man natürlich zum Trinken und Essen abnehmen, sonst wird es schwierig. Aber bitte warten Sie damit, bis die Person, die Ihnen ausgeteilt hat, einfach weitergegangen ist, bei der nächsten Person ist. Die Einzelkelche, die werden wieder eingesammelt, die kleinen Papierförmchen bitte einfach selber einstecken und daheim entsorgen. Wer kein Abendmahl möchte, gibt den Austeilenden einfach bitte kurz ein Zeichen. Das ist dann gar kein Problem. Wer im Alban Plus drüben sitzt in der Übertragung, kann gerne ans Brauttor rüberkommen und kann dort auch am Abendmahl teilnehmen. Es ist alles bereit. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Nehmt und esst, das ist der Leib Christi, für eure Sünden in den Tod gegeben.
Mit Paulus können auch wir von uns sagen, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Wer das glaubt, wird selig. Amen. Wir erheben uns zum Gebet und sprechen gemeinsam die ersten Verse von Psalm 103. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Jesus Christus, danke für deine Vergebung, die wir im Abendmahl sogar schmecken dürfen. Danke für das Geschenk des Glaubens und des ewigen Lebens. Du weißt, wo wir im Glauben an dich stehen, ob es uns leicht fällt oder schwer, dich zu bekennen. Bitte steh uns bei, schenk uns ein festes Vertrauen in dich, sowie Freude und Mut von dir weiterzuerzählen. Herr unser Gott, du weißt um die heutige Bundestagswahl. Lenke du den Wählerwillen und forme ein Parlament und eine Regierung, die unserem Land dienen. Gib den Verantwortungsträgern Weisheit und Kraft für ihre Aufgaben. Lass sie nach dir fragen und dich in ihrem Alltag und in ihre Entscheidungen mit einbeziehen. Himmlischer Vater, in diesen Tagen befehlen wir dir besonders die Angehörigen von Ruth Wack, geborene Schall, aus der Pichlerstraße an. Sie ist im Alter von 86 Jahren verstorben. Schenke du Trost, Kraft und Hoffnung. Denn du sagst, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Herr unser Gott, danke, dass du Nora, geborene Friedrich, und Gabriel Winterstein zueinander geführt hast und wir am nächsten Samstag hier gemeinsam ihren Traugottesdienst feiern dürfen. Wir bitten dich für ihre Ehe. Sei du ihr Zentrum. Lass sie wahrhaftig sein in der Liebe und gemeinsam zu dir hinwachsen, Jesus. Und gemeinsam beten wir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte nehmen Sie nochmals Platz. Das Opfer, das Sie am Ausgang einlegen können, ist für unsere eigene Gemeinde bestimmt. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Gestern war hier im Alban Plus und in der Kirche der Netanya-Indien-Tag und Heike Steißlinger wird nachher noch draußen stehen und hat da Gewürze und Bücher, falls Sie sich dafür interessieren. Schauen Sie da einfach mal vorbei, da gibt es spannende Dinge. Heute feiern wir das Jahr der Orgel. Also das ganze Jahr ist das Jahr der Orgel, aber heute haben wir hier noch Orgelführungen von und mit Hans Wurster, der jetzt gerade auch an der Orgel sitzt, um 14.30 Uhr. Und um 16 Uhr. Heute Abend gibt es dann noch eine geistliche Abendmusik um 19 Uhr. Konzert mit Bezirkskantor, Kirchenmusikdirektor Stefan Lust aus Münzingen. Beides sind keine Gottesdienste, sondern Veranstaltungen. Deshalb ist auch ein 3G-Nachweis wie sonst bei Veranstaltungen erforderlich. Das müssen wir dann leider auch kontrollieren am Eingang. Heute Abend ist Bibelstunde im Alban Plus. Das ist wiederum ein Gottesdienst dann.
um 19 Uhr. Herzliche Einladung dazu. Am Donnerstag findet der Anmeldeabend für Konfi 3 statt, also die Konfi-Kinder in der dritten, vierten Klasse, um 19.30 Uhr im Alban Plus. Auch da ist 3G vorgeschrieben. Am Freitag ist von Weiter Horizont ein Forum, das war eigentlich Freitag-Samstag geplant, das ist jetzt nur Freitagabend, zum Thema sich aufmachen, Lockrufe Gottes aus dem Lockdown. Um 18.45 Uhr in Neuhausen-Erms. Wer dabei sein möchte, bitte online anmelden oder bei Pfarrer Kuhler direkt. Nächsten Sonntag gibt es was Altes und doch irgendwie was Neues. Aus sonntags halb elf wird sonntags 10. Wir haben unsere Gottesdienstzeiten allgemein jetzt auf 10 Uhr fix gemacht und wollen da auch den sonntags halb elf anpassen. Erstmal jetzt nur die Uhrzeit, das Programm bleibt dasselbe. Das heißt, sonntags 10 am nächsten Sonntag um 10 mit dem Thema Willst du es wirklich wissen vom Suchen und Finden? Mit dem quasi SAE, jetzt sonntags 10 Team, Pfarrer Kruhler und mit Vorstellung der neuen Konfis. Achtung, im Gemeindebrief steht noch halb elf. Da war das noch nicht durch mit der neuen Uhrzeit. An dieser Stelle auch vielen Dank für die vielen Austrägerinnen und Austräger vom Gemeindebrief, der jetzt schon in, glaube fast alle Haushalte verteilt wurde. Dankeschön. Am 10.10. feiern wir Erntedank. Die Erntegaben zum Schmücken vom Altar, die können am Freitag, 8. Oktober von 14 Uhr bis 17 Uhr und am Samstag, 9. Oktober von 8 Uhr bis 10 Uhr hier in der Kirche abgegeben werden. Vielen Dank für Ihre Spenden, die danach dann dem Tafelladen Leichingen zugutekommen. Daher dürfen nicht nur Gaben aus dem Garten oder vom Feld, sondern auch Lebensmittel mitgebracht werden. Mitte Oktober startet wieder ein Glaubenskurs Stufen des Lebens. Dieses Mal 5 Einheiten zum Thema Beten, Atem holen der Seele. Es gibt 2 Kurse parallel, einen vormittags, einen nachmittags, kann man sich raussuchen, was einem besser passt. Und alle Infos dazu im Flyer hinten oder im Gemeindebrief. Die restlichen Termine, jetzt war schon einiges, aber jetzt ist Corona wieder abgeflacht, die finden Sie im Terminzettel, den Sie am Anfang bekommen haben. Vielen Dank allen, die den Gottesdienst mitgestaltet haben, und wir hören nachher zum Abschluss das Nachspiel Selig seid ihr, passend noch zu unserem Thema heute. Gerne dazu nochmal sitzen bleiben und der Orgel lauschen. Jetzt haben Sie lange aushalten müssen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag, einen guten Wahltag und Tag der offenen Tür. Es ist ja einiges los heute in Leichingen. Geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.